Wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Sie sehen es, zwei Stühle. Es ist ein ganz besonderer Moment heute hier bei uns. Ja, wir freuen uns heute auf einen Mann, dessen Silhouette so dermaßen viele Menschen kennen, dass er darüber längst selbst zu seiner eigenen Marke geworden ist. Er ist der Sonnenkönig, den Deutschland nie hatte, schrieb die FAZ mal über ihn. Und er selbst sagte mal auf die Frage, welchen körperlichen Makel haben Sie denn eigentlich? Das weiß ich nicht, da müsste ich mir erst mal die Röntgenbilder angucken. Und wer verstehen will, warum dieser Mann spricht wie ein Maschinengewehr, der muss wissen, was seine Mutter ihm stets eingebläut hat. Nämlich, die sagte, sprich schneller, mein Sohn, damit ich mir diesen Stuss nicht so lange anhören muss. Herzlich willkommen, Karl Lagerfeld. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, in Hamburg zu sein. Ich hoffe, Sie freuen sich auch, in unserer Sendung zu sein. Ja, doch, sicher. Ich fragte ihn gerade, ich hoffe, Sie freuen sich auch, in unserer Sendung zu sein. Er sagte, doch, 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 sitzt doch, dann aber so da. Und ich habe das Gefühl, das ist Ihnen unheimlich, wenn so viele Menschen plötzlich da sind. Nein, das ist natürlich auch nicht unheimlich. Aber wissen Sie, was ich am liebsten mache? Das sind Interviews, wenn man steht. Im Sessel habe ich immer das Gefühl, man schläft dabei ein. Ehrlich? Das sollten wir natürlich heute verhindern. Das hat mir mal ein Fernsehmoderator gesagt. Ja, aber Sie wollen doch die ganze Sendung stehen. Ich sage, wieso? Mir macht das nichts aus. Haben Sie Krampfadern? Großartig. Herr Lagerfeld, also schön, dass Sie da sind. Wie lange haben Sie heute überlegt, was Sie sich für diesen Moment jetzt anziehen? Gut, das habe ich mir offen gestanden nicht lange überlegt, aus dem simplen Grunde, dass ich mehr oder weniger immer das Gleiche anhabe. Ne? Auch ja. Es sieht im Gleichen so aus, aber es ist nicht das Gleiche. Ja, ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja. Ist nicht dasselbe. Ist nicht dasselbe, das Gleiche. Das Gleiche. Nur ist es nicht schwarz, ist mal grau. Ja, eben. Also da ist schon ein bisschen Variation drin. Wahnsinniger Fortschritt. Ja. Wo kauft? Wo kauft Karl Lagerfeld ein? Ja, ich kaufe vor allen Dingen für Männersachen bei Dior Homme ein, vor allen Dingen. Und Sie gehen da selber hin oder Sie lassen einkaufen? Nein, 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 da gehe ich. Ich liebe Shopping. Ich bin ein Shopping-Victim. Ja? Ja, doch, doch. Nein, ich meine, und vor allem, ich kaufe nur, wie man so schön früher in Deutschland sagte, von der Stange. Denn ich bin dafür, dass ich in die Sachen reinpasse und nicht, dass die Sachen für mich passend gemacht werden. Das ist eine gute Disziplin. Man sollte nie was auf sich machen, sondern sollte immer da reinkommen. Ne? Das ist aber jetzt nicht gut für Ihr Gewerbe, was Sie da gerade sagen. Das ist Ihnen klar. Ja, ich mache immer Haute Couture. Das ist ja vor allen Dingen für ganz spezielle Sachen, die man nicht im Voraus machen kann, weil die so teuer sind und so weiter. Aber was Hosen und so angeht und Jacken, die sitzen meistens besser, wenn die in Serie gemacht werden, wenn auf Maß. Denn das ist auch stinklangweilig, das ewig anzuprobieren. Früher, wie es nichts Tolles gab, so wie Dior heute und so, da musste ich das ja auch. Aber das hat mich zu Tode gelangweilt. Ne? Wenn all diese Männer dann an einem rumfummeln bei den Anproben, ist doch grauenhaft. Hören Sie auf, Herr Lagerfeld. Also, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber es kann Ihnen nicht so unangenehm sein, wenn ein paar Männer an Ihnen rumfummeln. Wie bitte? Ja, aber anprobieren. Ich meine, Sie haben ja schon mal einen Anzug anprobiert. Ne? Furchtbar. Ne? Und früher in Italien, da gab es einen für die Hose, einen für die Weste und einen für die Jacke. Das war entsetzlich. Das dauerte stundenlang. Und dann muss man ewig warten, bis man das Ding kriegt. Erinnert man sich gar nicht mehr dran. Oder man hat keine Lust mehr drauf. Ne? Ja, oder hat diesen leichten Herzklavaster schon, weil ein Espresso nach dem anderen geht natürlich. Ich trinke keinen Espresso, ich trinke keinen Kaffee. Nein, nein, ich bin ein Cola-Victim. Sie trinken Cola Light in rauen Mengen. Und rauen Mengen, was heißt raue Menge? Ist nichts gegen Kettenraucher und sowas. Nee, wie viel trinken Sie davon? Ja, wissen Sie, ich zähle nicht. Ne? Aber Sie haben doch ein Gefühl. Nein, ich bin total gefühllos, was solche Dinge angeht. Ist es wahr? Ist es wahr? Ist es wahr, dass Sie die Cola üblicherweise in Kristallgläsern trinken? Ja, das ist besser wie ein altes Senfglas, das ist sicherlich. So wie das hier, meinen Sie jetzt. Ja. Ist nicht weit davon entfernt, aber ist okay. Ja, gut. Beim nächsten Mal machen wir das besser. Ich bringe mein Glas mit. Normalerweise reise ich mit meinen Gläsern. Ist das wahr? Ja. Sie reisen mit Ihrem eigenen Kristallglas. Mhm. Alt? Warum nicht? In einer besonderen Schachtel. Ja. Und das schmeckt besser. Verstehe ich. Ja. Ich habe in einer Dokumentation. Da geht genau eine Dose rein, bitte. Mhm. Ja. Ich habe in einer Dokumentation, die ich gerade über Sie mit großem Interesse gesehen habe, wunderbare Reportage über Sie auf Arte. Gott sei Dank gucke ich mir die nie an. Also. Ja, Sie sollten sich die mal ansehen. Die wird Ihnen sehr gerecht. Ich habe das Original, ich brauche mir das nicht anzugucken. Das ist wahr. Sie waren ja auch dabei. Ne? Ja, sicher, aber das will ich sagen, wissen Sie. Das stimmt. Die Leute daraus machen, hinterher weiß man nie. Das ist wahr. Auf jeden Fall habe ich dort gesehen, dass Sie auch immer mit einem bestimmten Kissen reisen.
Aber das ist ein Aberglaube beinahe. Das, also, wieso, wieso? Aber so ein richtig altes Kissen? Ja, das ist aber schon in einem Umschlag, weil das alte Kissen schon so müde ist, dass das überhaupt nicht mehr existieren aber kann. Das ist eine ganz rührende Geschichte. Nein, die Geschichte ist aber ganz niedlich. Das, war, das hat mir jemand geschenkt und gestickt, da stand auf gute Reise, fürs, wie ich da zum ersten Mal das Flugzeug genommen habe nach Amerika, wie ich beinahe noch ein Kind war. Und da habe ich dieses Kissen gekriegt. Und seitdem gehe ich in kein Flugzeug ohne das Kissen bei. Das ist aber ein reiner Aberglaube. Ne? Aber, ja, aber Sie haben das auch interessant begründet. Irgendwo muss man ja dran glauben. Ne? Ja, aber, und auch, weil Ihnen immer schlecht wird. Deswegen haben Sie dieses Kissen. Das erzählen Sie zumindest in dieser Reportage. Aber ja, wissen Sie, das stimmt auch. Aber ich hasse, wenn diese Air Condition Ihnen auf den Magen fällt und so. Ne? Ja. Aber das hat ursprünglich ja nichts mit zu tun. Ursprünglich war das wirklich wie eine Art Talisman. Hm? Ganz süß. Also ein Kissen, das Sie seit Ihrem 10. Lebensjahr ganz offensichtlich haben und immer bei sich tragen. Und immer ja, nicht im Rest des Lebens. Im Auto habe ich das nicht. Nee, nur wenn ich das Flugzeug nehme. Im Flugzeug, ja. Ja, ja, genau. Hm? Wir haben da gibt es jetzt ein Airbag. Im Flugzeug gibt es noch keine Airbags. Hm? Okay, das könnte ein Motiv sein. Wir haben gerade über Kleidung gesprochen. Welche Kleidergröße tragen Sie aktuell? Darf ich das fragen? Ja, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist mit Männergrößen. In Italien ist es anders wie in Frankreich. In Frankreich 46, 48, es kommt darauf an, wie die zuschneiden. Ne? Es gibt Marken, zum Beispiel bei Tom Ford und bei Lanvin, das 48, bei Dior ist manchmal 46, es kommt drauf an. Ne? 48 wäre meine Größe, könnten wir mal dann... Ja, wir würden ja keinen Striptease machen. Ne? Ja. Was machen Sie denn mit den alten Sachen? Das heißt alte Sachen. Ja, wie oft tragen Sie so einen Anzug? Dass das alte Sachen werden. Hm? Ja, das meine ich. Also wie oft tragen Sie so einen Anzug? Ja, ich zähle das nicht nach. Wissen Sie, ich habe, sagen wir, besonders günstige Bedingungen, um das Zeug zu bekommen. Ne? Ja. Ich wollte einfach nur zart andeuten, dass ich im Grunde ein bisschen scharf auf Ihre Klamotten wäre. Ja, ich kann Ihnen ein paar schicken. Ne? Ja. Wenn Sie Größe 48 sind... 48, wissen Sie, genau. Ich kann Ihnen Abgelegtes schicken, was ich nie angelegt habe. Hm? Ja. Haben Sie denn auch mal Sachen im Internet bestellt? Oder? Nein, das tue ich nicht. Nein. Ich mache selber kein Internet. Wissen Sie, ich liebe Läden, ich finde das amüsant. Und es ist nicht nur das, was man kauft, aber auch, wie es man kauft. Für Haushaltsartikel ist das vielleicht ganz gut, aber da kümmere ich mich nicht drum. Mhm. Also im Internet, also okay, aber... Das tue ich nicht. Ich frage das deswegen, weil wir natürlich heute Abend auch versuchen wollen, ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie jemand wie Sie lebt. Also wenn Sie sagen, Internet ist etwas, was Sie offensichtlich nicht so beschäftigt. Nein, ist mich nicht. Ich habe nichts gegen. Und das gehört zum Leben heute. Ja, informieren Sie sich im Internet? Ist einer wie Sie im Internet man unterwegs? Man informiert sich für mich im Internet. Wenn ich das nicht alles selber hätte, würde ich nichts mehr machen. Ne? Wie schafft man das? Also so viel Energie immer wieder aufs Neue zu entwickeln, sich so zu motivieren, um immer wieder am Zeitgeist dran zu bleiben. Und bei Ihnen reden wir ja nicht davon, dass man so eine Ahnung davon hat, was die Jugend heutzutage so hört, sondern sie müssen ja wirklich richtig im Thema drin sein. Ja, aber erstens darf das kein Opportunismus sein. Man muss dann jetzt nämlich Marketing. Sie lieben das. Ja, ich meine, Zeitgeist, dieses Wort gibt es ja nur in Deutsch. Ne? Ist ja unübersetzbar, das finde ich toll, das Wort. Wissen Sie, wenn Sie meinen, es wäre besser vorher oder heute nicht gut, dann machen Sie was Zweitrangiges in Ihrem Leben. Mhm. Denn die Zeiten müssen sich nicht uns anpassen. Wir müssen uns der Zeit anpassen. Und ich passe mich leicht an, weil ich überall, auch in unangenehmen Situationen, irgendwie was Interessantes finde. Sie haben Ähnliches gemacht, als Sie damals auch Chanel übernommen haben. Das war eigentlich ein Laden, der genau dieses Problem hatte. Genau. Dass man das Gefühl hatte, früher Respekt, war alles besser. Respekt. Wenn Sie kapieren wollen, dann gehen Sie in die Richtung Respekt. Dann ist bald aus. Das ist äußerst schlecht, wenn man sagt, Hommage, Respekt, all diese Sachen. Wie ich Chanel übernommen hat, da hat mir der damalige Besitzer, der das gerade geerbt hatte, hat mir gesagt, wissen Sie, im Moment ist das ein grauenhafter Laden. Versuchen wir mal was draus zu machen, Sie können machen, was Sie wollen. Ich kümmere mich nicht um die Parfums, nur um die Mode. Ne? Und wenn es klappt, okay, wenn es nicht klappt, verkaufe ich das Ding. Und jetzt ist das größte Luxusunternehmen in Bezug auf Prêt-à-Porter Deluxe. Und wir machen mehr mit Mode wie mit den Parfums sogar. Aber das ist interessant, dass jemand wie Sie dann sagt, Respekt ist eigentlich etwas, das sollten wir uns gar nicht so in großen Mengen leisten, sondern eher in homöopathischen Dosen. Normalerweise hören wir immer, ey, die Jugend heute, kein Respekt mehr. Benehmt euch gefälligst. Ja, aber es gibt Respekt und Respekt. Da sprechen wir jetzt von einer Marke. Wenn man die Tradition... Ja, aber es ist auch eine Lebenshaltung, die da dahinter steckt. Ja, genau. Sie sind respektlos, wie Sie so auch durchs Leben gehen. Ja, das ist eine Überlebensfrage. Dieses Haus wäre verkauft worden und pleite gegangen, hätte ich das nicht gemacht. Da mussten ein paar Fußtritte rein und die habe ich gegeben. Und vor allen Dingen der Besitzer von Chanel, das sind zwei Brüder, die haben mir das total... Ich kann machen, was ich will. Da ist kein Marketing, da kann ich... Mir wird nicht gesagt, das wird so gemacht, das ist, wie man so schön sagt, die allgemeine Meinung einer alleinstehenden Person. Und damit hat sich das. Ich diskutiere nicht, weil ich vorher nachdenke. Ist das das Geheimnis?
Ist das tatsächlich das Geheimnis Ihres Erfolgs, also diese Respektlosigkeit? Bin ich mir ein, denn da, wo die Leute nicht so zuhören und meinen, sie wissen besser, klappt das nicht so. Was für mich immer eine sehr gute Genugtuung ist. Ja, Sie haben an anderer Stelle mal gesagt, ich bin kein seriöser Mensch. Nein, bin ich auch nicht. Ich habe kein Abitur, ich war nie an der Uni, ich bin überhaupt nicht seriös. Ich bin exakt die Oberfläche, die ihr gerade seht. Da ist nichts dahinter. Aber Richard Avedon, der berühmte Fotograf, hat gesagt, man muss sich um die Oberfläche kümmern, um zu wissen, was dahinter ist. Gut, aber Sie sagen selber von sich, da ist eigentlich nichts. Ja, können Sie sich vorstellen, dass ich Ihnen sage, wie toll das mein Innenleben und was ich für ein toller, tiefer Mensch bin? Klingt doch furchtbar. Machen Sie es doch mal. Das tue ich nicht, weil ich das gar nicht weiß. Ich frage keine, solche Fragen stelle ich mir nicht. Ne? Sie wissen selber nicht, was dahinter ist? Doch. Nein, das soll man auch nicht wissen, dann wird er mir auch stinklangweilig für die anderen. Ne? Das kann, aber ja, ganz im Ernst jetzt. Also ja, ich bin auch gegen Psychoanalyse. Denn mir wurde schon als Kind gesagt, wenn man ehrlich ist, kennt man die Frage und die Antwort. Und dann habe ich einen Brief gefunden von dieser Mitarbeiterin, von der ersten Mitarbeiterin, die Salome. Die Lou Alt. Und da steht drin, an Rilke hat sie geschrieben, was der Liebhaber war, sie war 38, er 22. Macht das nie, das tötet Kreativität. Seitdem will ich da nichts mehr von hören. Das heißt, Sie sind gar nicht daran interessiert zu wissen, wer Sie eigentlich sind? Nein, ich bin nicht daran interessiert, mich zu analysieren. Ich mache mit dem, was ich habe, mit meinen Fehlern, meinen Vorteilen, meinen Nachteilen, all was Sie wollen. Aber ich werde das nicht analysieren, okay, weil das unnötig ist. Ich komme ganz gut mit mir aus auch. Ne? Ja. Ich habe mich dran gewöhnt. Sie werden sagen, Sie haben auch Zeit gehabt. Ja. Gibt es eigentlich irgendeinen Menschen, den Sie mehr lieben als sich selbst? Ja, wissen Sie, so egoistisch bin ich ja auch nicht. Ja? Ich meine, mir wurde als Kind auch gesagt, man muss erst an sich denken. Und dann ist man in einer Position, an die anderen zu denken. Denn wenn man sich nur aufopfert, dann kommt man Mülleimer, wenn da nichts mehr zu aufopfern ist. Sie haben mit solchen Methoden bin ich erzogen worden. Und im Grunde stimmt das. Denn man ist viel mehr wert, wenn man aus sich was macht und irgendeinen Leuten helfen kann, wie wenn man sich nur aufopfert und dann doch in Müllermann kommt. Das ist ein neutestamentarischer Gedanke. Ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, so formalisieren das. So prätentiös bin ich nicht. Das ist nett, wenn Sie das sagen. Aber ich will ja nicht so wie sprechen wie von der Bibel. Ne? Ja, also Mutter Teresa wäre jetzt nicht Ihre Abteilung. Nein, ich bewundere mich. Ja. Und ich habe die einmal getroffen. Meine alten Freundin, die jetzt auch tot ist, die hatte einen Humor, was Sie sich nicht vorstellen können, wie toll die Frau war. Wo haben Sie die getroffen? Bei einer Rothschild. Die jetzt aber auch tot ist. In Paris, also in Frankreich irgendwo. Weil, bei einer alten jüdischen Dame, die Österreicherin war, die tollste Frau der Welt war. Glaube ich unbenommen, aber das ist ja eine interessante Begegnung. Insofern, als Sie ja jemand sind, der sagt, alles das, was in irgendeiner Form altruistisch ist, wenn es darum geht, auch mal zu spenden, karitativ tätig zu sein, da haben Sie ja Grauspickel davor. Nein, ich bin für karitative Werke, aber anonym. Das braucht hier niemand zu wissen. Dass die Leute denken, das ist ein ganz fieser Egoist, der alles aus dem Fenster schmeißt und nicht, das ist mir egal. Mhm. Wenn man nämlich eine Zeitung aufmacht, dann liest man nur von Korruption, was die Leute mit dem Geld gemacht haben. Und es gab in Frankreich die Sache mit diesem Doktor, der für die Krebswerke da war. Der hat 300 Millionen Franken für ausgegeben für seine Villa und dann schwimmen wir da all den Kram. Die haben kein Geld mehr gekriegt. Das geht nicht. Ne? Mhm. Und ich habe in Saint-Tropez Sachen gesehen mit Leuten, die einen Nachtclub mit Schecks bezahlen von Kindercharities und so. Ich meine, seitdem muss man schon genau aufpassen, wo das hingeht. Man will den Leuten, die sagen, ja, ich kümmere mich um, ich weiß nicht, welche Sachen im Lebensunterhalt erzahlen. Und neulich war ich in einem Restaurant, da kommt eine unbekannte Frau an mich ran und sagt, wissen Sie, ich muss mit Ihnen sprechen, ich kümmere mich um Humanitäres. Da habe ich gesagt, wieso, mögen Sie keine Tiere? Denn das ist ein Beruf, das ist für mich keine Amateurarbeit. Es gibt Leute, die da wunderbare Sachen machen, die genial sind. Aber Leute, die das nur tun, um ein gutes Gewissen zu haben, da habe ich leider auch kein Mitleid für. Und denen kann ich nicht helfen. Und zum Beispiel kenne ich auch viele Fälle von Leuten, die in guten Werken, in Anführungsstrichen, was machen und dann hinterher einen Scheck verlangen. Ne? Zurück zu Ihrer Person, Herr Lagerfeld. Anderes schönes Zitat von Ihnen. Ich bin so eingebildet, dass ich noch nicht mal darüber nachdenke, wie eingebildet ich eigentlich bin. Das habe ich gerade bewiesen. Ja. Sind Sie also, in Ihren Augen ein perfekter Mensch? Nein, perfekt, wie entsetzlich. Das wäre doch grauenhaft. Was gibt es denn Grässliches, wie jemand meint, er wäre perfekt? Nein, ich bin okay für das, was ich mache. Und Sie sind ganz zufrieden mit sich? Oh Gott, wissen Sie, wie das früher auf Zeugen und dann könnte besser machen. Ne? Ja, das ist auch so ein interessanter Punkt. Sie sagen das immer wieder, dass Sie eigentlich mit dem, was Sie so leisten, gar nicht so zufrieden sind, sondern immer einen Eindruck haben. Ich bin nicht zufrieden, ich bin immer schlechter Laune mit mir selber, nicht mit den anderen, also sind unberuhigt. Ne? ich meine, ich könnte es besser machen, ich könnte mir mehr Mühe geben.
Aber das halte ich für gesund. Glaube ich auch. Aber ja, sicherlich. Und ich denke nie an das, was ich gemacht habe. Da gibt es ein wunderbares altes deutsches jüdisches Sprichwort, was ich toll finde. Kein Kredit auf die Vergangenheit. Das heißt, man kann sich nie auf den Lorbeeren ausruhen? Nein, nein, wenn man sich ausruhen muss, dann muss man ganz aufhören. Mhm. Das heißt, Sie haben das Gefühl, Sie sind eigentlich jemand, der nicht das leistet, was er mit seinen Talenten möglicherweise leisten könnte, vielleicht sogar faul ist? Ja, das ist nicht nur eine Frage von Talenten, das ist auch wieder von einer gewissen Faulheit oder was weiß ich. Weil ich auch Sie so halten viele sich für bequem? Ja, ich habe ein ziemlich bequemes Leben. Ich meine, das ist schon ganz gut organisiert. Aber zum Beispiel möchte ich manchmal mehr Zeit nehmen zum Lesen oder zum Tagesträumen, wie man das so schön sagt und so. Und alles das, was ich mache, muss ja auch gemacht werden. Aber ich meine, ich habe Schwein gehabt, dass ich das machen kann, das, was ich mache, in so wunderbaren Bedingungen. Denn das ist natürlich auch der Höhepunkt des Luxus, dass ich genau das machen kann, was ich will, wo ich will, wann ich will. Da gibt's keine, da gibt's nichts Besseres im Leben. Es gibt Leute, die müssen arbeiten, um Leben zu machen, und es gibt Leute, die leben dafür zu arbeiten, und zu denen gehöre ich. Ne? Und für die ist auch die Ruhestandsfrage nicht die gleiche wie für die anderen, die sich das ganze Leben zu Tode gelangweilt haben, und das kann ich verstehen, dass die da weg wollen. Sie haben mal gesagt, mein Vater ist im Prinzip an Langeweile gestorben. Ja, wahrscheinlich. Er hat aufgehört zu arbeiten, er war ungefähr 83. Ne? Und er lebte für das, was er machte. Und er ist irgendwie an Langeweile gestorben. Er ist nämlich beim Zeitungsschlafen mit 90 eingeschlafen. Ne? Er ist an Langeweile gestorben, war ja nicht krank. Mhm. Welchen Einfluss hat Ihre Mutter auf Ihre Persönlichkeit? Ich denke, sie hat genau den Einfluss gehabt, den jemand so wie ich brauchte. Ne? Immer einen kleinen Fußtritt. Ne? Und dann vor allen Dingen auch etwas, dass der Kopf nicht zu groß wird. Ne? Weil Sie ein ungeheuer... Ein kleiner Downer. Ja, Sie waren ein ungeheuer verwöhntes Kind. Ja, ich war sehr selbst, mit mir selbst zufrieden und ziemlich verwöhnt. Ne? Ja. Ist es wahr, dass Sie die Eheringe Ihrer Eltern an einer Kette tragen? Gelegentlich? Ja, kann ich Ihnen zeigen, die sind hier. Das sind die Eheringe Ihrer Eltern? Ja, meine Mutter sind zwei, weil sie zweimal verheiratet war. Mein Vater war Witwer, aber mit der ersten Ehe habe ich nichts zu tun. Wo hat Ihr Vater Ihre Mutter kennengelernt? Irgendwo am Strand, ich weiß nicht wo, sie hatte ihre Nichten eingeladen für eine Sommerferien. Sie hatte zwei Nichten, das waren meine liebsten Cousinen, auch wenn die viel älter waren wie ich. Und dann leider alle beide früh gestorben. Und mein Vater war ein junger Witwer mit einer Tochter im gleichen Alter. Und da haben die wahrscheinlich die Kinder miteinander gesprochen. Und so hat er dann die Dame kennengelernt. Er dachte, das wäre die Mutter. Er dachte auch, das wäre vielleicht eine junge Witwe oder... Aber es war kein Junge, es war die Tante dieser Mädchen. Sie sagen an anderer Stelle mal, meine Eltern waren, glaube ich, ziemliche Hallodris. Ja, aber da weiß ich nichts von. Wenn ich irgendeine Fragen stellte nach ihrer Jugend oder ihrer Vergangenheit, wurde mir gesagt, frag mich nach unserer Kindheit und seitdem wir heiraten. Was dazwischen liegt, geht dich nichts an. Ich weiß nichts von meinen Eltern. Und das finde ich auch sehr richtig. Deswegen, und das ist auch sozusagen die einzige Frage zu dem Thema, weil ich die Antwort darauf eigentlich sehr, sehr schön finde. Deswegen war es dann auch nie ein Problem für Ihre Mutter, als Sie sich als homosexuell geoutet haben. So schlimm war das ja auch nicht. Mir wurde schon gesagt, wie ich nachgefragt habe, was es überhaupt wäre. Da sagt, das ist wie eine Haarfarbe. Das gibt so und es gibt was anderes. Wissen Sie, was ich mich gefragt habe? Und ich meine, so wild habe ich mich da ja auch nicht benommen. Man soll das ja auch nicht übertreiben. Ne? Nein. Ich frage mich die ganze... War das nie ein Problem? Ja, das schildern Sie auch. Sie hatten eine Halbschwester auch, die offensichtlich lesbisch ist. War, was auch kein Problem war. Aber für die damalige Zeit durchaus sehr, sehr fortschrittlich. Ja, aber die war viel älter wie ich. Und die flog immer aus den Schulen raus, weil sie immer Affären mit den Lehrern hatten. Sie hatte Affären mit den Lehrerinnen? Ja. Oh. Doch. Ja. Wurde zu Hause darüber gesprochen? Da war ich zu klein für, aber das habe ich hinterher erfahren. Aber das finde ich ganz witzig. Ne? Aber wissen Sie, heute in den berühmten Topmods, da gibt es sehr viele Lesbierinnen. Ja? Das ist sehr Mode. Und meine besten Freunde sind alle Lesbierinnen. Was heißt das? Das ist sehr Mode. Ich meine, ja, man kann seine sexuelle Ausrichtung einfach nach einer Mode richten. Die berühmten Mädchen von 10, 15 Jahren, Claudia Schiffer und das Thema kam nie auf. Die heute sind, ich werde den Namen nicht sagen, und so, die sind. Die interessieren sich überhaupt nicht für die Jungs. Die interessieren sich nur. Da gibt es eine, die ist genial. Die bricht alle Herzen aller Mädchen, auch die offiziell normal sind. Das Mädchen ist das gefährlichste Mädchen, was es gibt. Die kriegt die alle. Die hat Ehen gebrochen und alles. Und dann geht sie gleich zur nächsten. Tollste Person, die ich kenne. Aber nochmal, was heißt Mode? Ich meine, man sucht sich doch seine sexuelle Ausrichtung das, nicht nach Mode aus. In den Zeitgeist passt. Das heißt, man sagt, heute bin ich schwul, morgen bin ich wieder hetero. Eine visuelle Ausdrucksform vom Zeitgeist auf unseren Körper. Aber Sexualität sucht man sich doch nicht aus. Ja Gott, in dem, was Ihnen gefällt, hoffe ich, machen Sie doch eine Auswahl. Sie nehmen ja nicht alles, was auf dem Markt ist. Ne? Ja.
Das heißt, muss ich jetzt doch noch mal nachfragen, heißt das dann, dass Sie sich auch sozusagen das mal so oder mal so ausgesucht haben? Ich habe alles versucht, denn es gibt so einen Satz von Paul Klee, j'ai tout été, j'ai tout goûté. Also ich kann das mal auf Französisch. Ne? Ich habe alles versucht, alles probiert, alles gemacht und jetzt bin ich ein eiskalter Stern. Stimmt das? Paul Klee, ist ein Zitat, ist keine Konfession. Wenn ich jetzt Stern vielleicht, eiskalt weiß ich nicht. Wir haben uns im Vorfeld die Frage gestellt, wie flirtet eigentlich Karl Lagerfeld, mit oder ohne Brille? Das klingt ja furchtbar. Das sind Fragen, die einem nach 40 Jahren nicht mehr gestellt werden. Sollen. Nein? Nein. Stellen Sie sich mal vor, ich würde da was drauf antworten, was irgendwie Details gäbe. Das wäre doch total grotesk. Wie schaffen es denn andere Menschen, mit Ihnen zu flirten? Ja, das weiß ich nicht. Das versuche ich nicht zu merken. Wenn Menschen versuchen, Sie kennenzulernen, wie machen die das dann am besten, idealerweise? Ja, ich meine, so geschickt scheinen die nicht zu sein, weil das ich tue so, wenn ich es nicht wüsste. Ne? Sie versuchen, das weitestgehend zu ignorieren? Ja. Ja. Wissen Sie, wenn nämlich bekannt sind, dann muss man schon, ich will nicht sagen berühmt, dann muss man schon aufpassen. Mhm. Ne? Da ist eine Nachfrage, die vielleicht nicht immer erster Klasse ist. Ne? Nervt Sie das manchmal, dass Sie nicht so anonym leben können? Sie gehören wirklich zu den bekanntesten Menschen dieser Erde. Das ist auch untersucht worden. Ja, scheinbar. Ja. Ja, aber die Nachteile heute sind ganz simpel. Man kann nicht über die Straße gehen, ohne dass einem die Leute mit dem Telefon nachkommen. Mhm. Und vor allen Dingen in Paris, da gibt es viele Touristen auch, Japaner, Chinesen. Und komischerweise scheinen die alle mich zu kennen. Ich habe meine Büros nicht weit vom Haus, ich gehe gern zu Fuß. Da muss ich immer begleitet sein. Denn wenn man alleine ist, dann wird einmal gleich die Lebensgeschichte von den Leuten erzählt. Und dann fangen sie an zu weinen und an zu zittern. Das ist ganz furchtbar. Hm? Ja. Ich kann dich auch alleine auf die Straße. Ja. Was passiert denn, wenn Sie auf Deutsche treffen? Dann sagen die, wir sind auch Deutsche. Sag ich, ja, da gibt es 80 Millionen von. Sie waren ja als Kind, das habe ich irgendwo nachgelesen, jemand, der sogar teilweise Krankheiten erfunden hat. Ja, da war ich sehr begabt für. Ja. Was haben Sie da gemacht? Ja, wissen Sie, das wären Sie aber auch gewesen, wenn Sie nämlich ein paar Kilometer im Winter machen müssen, um in die Schule, da wo wir wohnten. Sie werden lachen, ich musste das machen. Bis nach Bramstedt, das waren mehrere Kilometer. Da müssen Sie auch was erfinden. Und da meine Eltern immer unterwegs waren, konnte ich das machen. Und das werde ich nie vergessen, eines Tages war ganz grauenhaftes Wetter. Aber das war in Hamburg. Ne? Mhm. Und die Hamburger Schule, da war ich sowieso schon nicht so warm drauf. Und da habe ich mir überlegt, was könnte ich denn jetzt mal haben? Und da habe ich gesagt, jetzt werde ich mal Kinderlähmung machen. Das war damals noch sehr gefährlich. Und da habe ich mich da so eingesetzt, ich konnte nicht mehr sprechen, konnte nicht bewegen. Also das heißt, Sie hatten direkt erste Symptome? Ja, und plötzlich konnte ich wirklich nicht mehr bewegen. Da war ich wie gelähmt. Das war entsetzlich. Aber meine Mutter, die das wahrscheinlich hat mir eine Ohrfeige gegeben, dass ich mich wieder flott bewegen konnte. Ja. Aber ich kann Ihnen sagen. Danach habe ich nie wieder Kinderlähmung gespielt. Das war nämlich wirklich grauenhaft. Das hat ein paar Sekunden gedauert, aber es war ein entsetzliches Gefühl. Ne? Wie gehen Sie insgesamt mit Wahrheit um? Das ist ja gerade eine Wahrheit. Ja. Wie ich mit Lügen umgehe, das kommt drauf an. Ne? Lügen Sie viel, auch in Interviews? In Interviews nicht, denn das Niveau Ihrer Fragen erlaubt mir noch, die Wahrheit zu sagen. Gut. Gewisse Lügen sind auch irgendwie eine Art karikative Arbeit. Denn das kann auch die Leute irgendwie verletzen, wenn man manchmal nicht lügt. Und manchmal ist es auch unwichtig und ich weiß nicht, man soll da, was heißt Wahrheit? Spielen Sie häufig Wahrheit damit? Wissen Sie, und Wahrheit ist eine Standpunktfrage. Ne? Das stimmt doch nicht. Doch. Warum? Gucken Sie mal in der Politik, die können alles motivieren. Und dann haben Sie recht, aber haben auch Unrecht. Und man kann das Gegenteil kann man auch machen. Haben Sie das mitgekriegt in Frankreich, den Fall Gutenberg beispielsweise? Ja, doch, ja, ein bisschen, ja. Was ist denn Ihre Haltung dazu? Meine Haltung ist, was wollte der gute Mann denn noch ein Abitur oder einen Doktortitel haben, wo er doch schon in der Politik war? Wozu? Ich meine, ich kann das nicht verstehen. Das hat er ja vorher gemacht. Ja, aber da war er schon über 30. Das hat er schon. Aber da war er sozusagen auf dem Weg in die Politik. Ja, aber er hat es nicht gemacht, wie er noch in der Schule war. Nee. Nicht nach der Schule, nicht am Studieren.
Aber relativ bald danach. Der ist ja noch sehr jung, 39. Ja, warum hat das denn nicht, ja, warum hat das nicht gleich gemacht und war zu beschäftigt, um das zu machen? Gut, aber abgesehen davon, also grundsätzlich finden Sie, das kann man mal so machen? Man kann sich mal so ein bisschen durchmogeln? Oder haben Sie da eine ganz klare Haltung und sagen... Ja, ich meine, Sie sind da doch, die Deutschen endlich mal einen netten Mann gefunden haben für diese Rolle als Minister und vielleicht als Kanzler, warum nicht? Das ist vielleicht kein gutes Image, aber gleichzeitig auch, er wollte ja nicht irgendeinen Beruf damit ausführen. Er wollte nur den Doktortitel. Also so schlimm ist das ja nicht. Ne? Das sagen nicht, dass ich ihn verteidigen will. Nein. Aber das sagen aber, würde man ein nettes Ehepaar haben, sollen sie auch mal behalten. Ne? Mhm. Im Ausland wirken die gut. Die Gutenberg sind auch in Frankreich sehr populär gewesen, ja, gut angekommen. Wenn man Gutenberg hat, kann man nur gut sein. Ne? Das heißt, Sie glauben, das war eigentlich für Deutschland etwas, was uns gut zu Gesicht gestanden hätte, wenn Gutenberg weiter Verteidigungsminister bleibt? Ja, ich meine, dafür kennt die deutsche Politik nicht gut genug. Aber er wirkte gut in der Rolle und diese Sache ist irgendwie schade und dumm. Aber heute muss man eben mehr aufpassen wie früher. Ne? Aber wissen Sie, ich kenne so viele Schriftsteller, die das auch machen. Ich will Ihnen die Namen nicht sagen. Auch vor allem mit Philosophen und so. Mhm. Wissen Sie, es gibt französische Philosophen, die Seiten und Seiten von Heidegger ihre Seiten nennen. Ne? Also ich meine, in der Beziehung bin ich an viel gewöhnt. Darum kommt mir der nicht schlimmer vor wie die anderen. Die anderen, die kommen da auch mit weg. Ne? Ich frage das deswegen, weil Sie ja als Modeschöpfer und überhaupt als kreativer Mensch, als Büchermacher, als Fotograf, da werden Sie doch auch Opfer von Menschen, die dann bei Ihnen klauen. Ja, aber das ist doch Ihr geistiges Eigentum. Chanel gesagt, das ist ein Kompliment. Ich meine, mir ist es lieber, dass mir die Sachen kopiert werden, dass ich kopiere, das wäre mir peinlich. Ne? Haben Sie schon mal irgendwo abgeschrieben, geklaut? Nicht unbedingt. Man kann inspiriert sein, aber nicht Wort für Wort. Ne? Man kann inspiriert sein. Ja, aber es gibt doch zum Beispiel auch in Frankreich, da hat so ein Herr vom Fernsehen, der wahnsinnig nett, der hat ein Buch geschrieben über Hemingway und die Hälfte des Buches hat er aus einer amerikanischen Biografie abgeschrieben, Wort für Wort. Und das ist noch schlimmer, finde ich, wie die Sache von Gutenberg, die nicht veröffentlicht wurde. Das war ein Buch, was auf dem Markt war. Ne? Mhm. Diese Doktorarbeit ist auch veröffentlicht worden, aber grundsätzlich... Der ist nicht populär, dass man den in den Taschenbücher findet und so. Solche Thesen liest keiner. Lesen Sie alle die Thesen? Nein, aber Sie sind jemand, der sehr viel liest. Ja, aber ich habe diese Bilder gesehen, wenn man sich das mal anschaut, sehr interessant zu sehen, wie sie leben. Das ist eine Wohnung, die im Wesentlichen besteht aus Büchern. Unfassbar, Bücher, nur mit stapelweise Zeitungen. Ja, genau, ja, ja. Also sind Sie ein Büchermessi? Ein Bücherwurm. Ja, das merkt man auch. Also wenn Sie sich mit diesen Büchern beschäftigen, Sie ja. wissen sehr genau, wo was steht. Oh ja, doch. Und ich habe auch so eine Art von Bibliothek erfunden in der Form. Bei mir sind die Bücher nicht so. Die sind auf ganz schmalen Regalen, die aus Stahlblättern gemacht sind. Und dann sind so wie kleine Stapel. Und dann geht man dran vorbei, dann kann man das lesen. Wenn die nämlich so stehen, dann ist man ja total, ist das ja wahnsinnig unbequem. Ja. Und ich gehe oft an meinen Bücherregalen vorbei und vorbei und mache eine, wie soll ich sagen, visuelles Auswendiglernen. Und so weiß ich, wo das Zeug ist. Mhm. Denn man soll auch nicht zu sehr einordnen, dann entdeckt man nämlich nichts wieder. Wenn Sie plötzlich mal ein Buch suchen und das ist nicht genau nur da, wo das Thema ist, dann entdecken Sie Bücher darum, wo Sie nicht dran gedacht haben. Und das ist viel stimulierender. Das ist wie die Leute, die mit dem Google oder das Ding hat. Die gucken was nach. Ja, aber die gucken nur das nach, was sie gerade gehört haben. Google, aber lernen die Google tun weiter nichts davon. Hm? Google meinen Sie? Auch, ja, Google, ja, wie sie in Deutschland pronunzieren. Ja. Hm? Ja. Naja, aber zum Beispiel, das benutze ich so gut wie kaum. Mhm. Denn da lernen die Leute auch nicht viel. Die haben ein Wort gehört, sie gucken danach. Aber die Allgemeinkultur kriegen wir nicht raus. Das ist auch interessant, das zu sehen. Also wenn man Sie da sieht, so vertieft ins Lesen oder auch ins Zeichnen beispielsweise, dann hat man das Gefühl... Ich zeichne, wie ich atme. Für mich ist das normal. Ich habe nie zeichnen gelernt. Aber ich habe auch nie gelebt, ohne zu zeichnen. Aber dann hat man das Gefühl, da sieht man jetzt mal den wahren Karl Lagerfeld, nicht diesen Showmaster. Was sehen Sie denn hier? Ja, jemanden, der sehr, natürlich sehr auf Wirkung bedacht ist, der auch die... Da überschätzen Sie mich vollkommen. Hm? Nein. Ich bin total normal, entspannt mit Ihnen. Natürlich sind Sie beim entspannt. Fernsehen denke ich nie an die Kamera. Das ist ein Stück Metall mit ein bisschen Elektrizität und Glas drin. Das ist total... Das ist jetzt kokett. Nein, das ist jetzt kokett, das sozusagen. Ich weiß nicht mal, wo Ihre Kamera ist. Ich weiß nicht mal, wo Ihre Kamera ist. Ich gucke da nicht hin. Mir ist das egal. Ich gucke mir auch meine Sendung mit mir nicht an, weil ich dann Angst habe, dass mir das bisschen Natürlichkeit, was noch bleibt, dann weggeht. Dann sage ich mir, mach das nicht, guck da nicht hin. Aber Sie sind sich doch Ihrer Wirkung bewusst. Ja, aber ich habe immer eine Naivität, die mir irgendwie eine gewisse Unbewusstheit bewahrt. Ja, Sie haben eine große Lässigkeit, aber Sie würden zum Beispiel jetzt nicht in dieser Situation... Aber kein gehen lassen. Ja, Sie würden nicht in dieser Situation jetzt die Brille abnehmen. Warum nicht? Da muss ich mal eine furchtbare Geschichte erzählen.
Ich war nie in Ostdeutschland gewesen, solange es kommunistisch war. Da bin ich nicht. Und das Erste, was ich gemacht habe, wie die Mauer runtergegangen ist, da bin ich nach Weimar gefahren und ich wollte das Goethe-Haus sehen. Meine Mutter war eine Goethe-Fanatikerin und ich kannte alles über Weimar und Goethe und so. Und da wollte ich das Goethe-Haus sehen. Und da bin ich dann auch hingegangen. Es war aber noch ganz ziemlich primitiv rundherum und das Land und so weiter. Und plötzlich war die ganze Presse, die Lokalpresse, dann die kommunistische Presse. Und ich war da nicht für Interviews, hatte ich niemandem gesagt. Das hat, na ja, und damals war ich vielleicht nicht ganz so bekannt wie heute. Na, auf jeden Fall, da war eine Mordsjournalistin, und Mords, weil die so dick war, ne? und die hatte einen gelben Pullover an, auch so gehäkelt, aber da waren viele Luftlöcher. Und man sah, dass sie einen riesen schwarzen Büstenhalter hatte. Und da sagte sie zu mir, nimm Sie, das ist unhöflich, die Brille aufzubehalten. Und da sagte sie, erstens hatte ich kein Rendezvous mit Ihnen. Und zweitens, ich sage ja auch nichts zu Ihnen, nehmen Sie mal Ihren schwarzen Büstenhalter ab. Schöne Anekdote. Ja. Aber die Sache mit der Brille, das ist doch auch eine Art Versteckspiel, eine Art Distanz schaffen. Ich kann Ihnen beispielsweise jetzt die ganze Zeit... Ich bin kurzsichtig. Ja, das gibt es auch ohne Tönung. Ja, aber wissen Sie, kurzsichtige Leute, die haben immer so einen lieben Ausdruck, den ich nicht haben will, so wie Hunde, wenn man die adoptieren kann. Meine Brille, meine Augen kann ich jetzt öffentlich zeigen, wenn ich 2-3 Stunden abgenommen habe, damit die wieder normal werden. Ne? Aber wenn man nämlich die Brille abnimmt, wenn man sie lange aufgehabt hat, dann sieht man wirklich aus wie ein lieber, kleiner, geschlagener Hund. Und das aber ist ja nun wirklich nicht die Rolle, die ich mir im Leben wünsche. Wenn Sie sie jetzt abnehmen würden, wir würden Sie nicht adoptieren sofort. Nein, ich bin auch nicht adoptionsfrei. Ja. Was bedeuten Ihnen Freunde, apropos Adoption? Ja, ich bin natürlich für Waldverwandtschaft. Mein Lieblingsroman ist Goethes Waldverwandtschaft, schon des Titels wegen. Ne? Und da glaube ich viel mehr dran, wie an diese aufgezwungenen Sachen, die man mit Familie mit geschenkt kriegt. Ne? Weil man sich das aussuchen kann. Kann man ja nicht aussuchen. Aber ne? was ist für Sie ein guter Freund? Wenn Sie jetzt einer anruft und sagt, Mensch, ich brauche deine Hilfe, ja, mir geht's gerade schlecht. Sagen. Ich bin okay für die schlechten Zeiten. Aber ich will nicht nur mit Leuten befreundet sein, die nur da sind, wenn das nicht klappt, damit sie den jammern können. Ich will auch da sein und auch was davon haben, wenn es gut geht. Deshalb, was sagen Sie einem? Wenn nur dieses als Gradmaß für Freundschaft, ja, der anrufen kann, wenn es schlecht geht. Nee, der muss auch vorher angerufen haben, wenn es gut geht. Warum sprechen Sie eigentlich so schnell? Ja, wissen Sie, das ist sehr langweilig, wenn Leute langsam sprechen. Und ich sage so viel Stuss, da kann man nicht mehr Zeit für in Anspruch nehmen. Ja. Aber haben Sie schon mal erlebt, dass Sie irgendwas sagen und dann merken, oh, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht, dass das aus meinem Mund kommt? Ich kann verhältnismäßig genauso schnell denken, wie ich spreche. Ja, verhältnismäßig. Ja, doch. Aber meistens geht das, dass ich sage, nicht mal durch mein Gehirn. Ne? Ja. Das wird für andere Sachen aufgehoben. Ich frage das deshalb, weil Sie mal erzählt haben, ich erzähle viel Zeug in Interviews. Deswegen vorhin auch die Frage nach Lüge und Wahrheit oder kleiner Schummelei, Mogelei. Ich bin eigentlich jeden Tag jemand anderer. Ich erfinde mich immer wieder neu. Und mein Geschwätz von gestern interessiert mich nicht. Genau. Finde ich auch. Denn Paradise Now. Hm? Das heißt, es kann gut sein, dass Sie auf eine Antwort heute diese Antwort geben und morgen eine ganz andere. Genau, ja, ich bin in der Mode. Ich habe das Recht, meine Meinung zu ändern. Mhm. Und in Frankreich gibt es ein Sprichwort, wo man sagt, nur Dummköpfe ändern ihre Meinung nicht. Wenn Sie, ja, das ist ein guter Gedanke. Stellen Sie sich manchmal die Frage, was irgendwann sein wird, wenn Sie nicht mehr sind? Ja, Gott sei Dank, das geht mich ja dann nichts mehr an. Das heißt, sowas wie eine Verfügung, ein Testament, sowas haben Sie nicht? Wo wahrscheinlich, aber nach mir die Sintflut. Ne? Wissen Sie, wie viel Geld Sie auf Ihrem Konto haben? Ich habe mehr wie ein Konto, also weiß ich das nicht. Aber Sie haben eine Ahnung, eine Idee davon? Boah, es könnte mehr sein, könnte mir aufgestanden. Der Luxus ist da nicht dran zu denken. Ne? Was bedeutet Geld für Sie? Freiheit. Freiheit, was zu tun? Ja, man kann machen, was man will, wenn man will, wo man will. Ne? Auch wenn man es nicht tut. Also einfach nur die Möglichkeit, zu kaufen oder zu nichts kaufen, zu tun? Auszugeben, was weiß ich, verschwenden, nicht verschwenden, was weiß ich. Ne? Was war das Teuerste und Absurdeste, was Sie sich je gekauft haben? Da müssen Sie meinen Buchhalter fragen. Oder anders gesagt, wofür würden Sie sehr viel Geld ausgeben? Puh, wo ich gerade Lust drauf habe, ne? Ich bin für spontane Einkäufe. Ne? Wenn jemand wie Sie, der mit so viel Lebensfreude und mit diesen Möglichkeiten Gott sei Dank, gesegnet ich habe Schwein gehabt. Ja, hat der Angst vorm Tod? Nein, das wissen Sie, das soll man auch nicht haben. Da sind Milliarden von Leuten vor uns gestorben und das ist nun mal so. Ne?
Das ist wie eine Ferienreise, das Leben. Eine große Klassenfahrt? Ja, genau. Mit Schummel war ich nie so toll. Ja. Da habe ich lieber ein anderes Bild von. Ne? Das heißt, Sie haben wirklich keine Angst vor dem Tod? Das glaube ich nicht. Nein, ich meine, das kann ich Ihnen nicht beweisen. Und vielleicht werden Sie sagen, nee, im Grunde ist mir das egal. Ne? Ich meine, ich möchte nicht ewig krank sein und so. Aber es gibt einen Moment, wo das erreicht dann auch. Ne? Wovor haben Sie mehr Angst? Vor einem möglichen physischen Verfall, also einem körperlichen Verfall, ja, oder einem psychischen Verfall? Ja, ich meine, keiner träumt von Alzheimer. Ne? Aber da man das ja dann nicht weiß, ist das vielleicht grauenhaft für die Umgebung wie für einen selber. Ne? Was würden Sie denn machen, wenn Sie merken, ich kriege das alles nicht mehr so gut geregelt? Ja, dann bin ich nicht dagegen, dass man verschwindet. Ne? Sie würden freiwillig verschwinden? Warum nicht? Ich meine, doch grauenhaft, wenn man da so rumsinkt und nichts mehr Interessantes machen kann und nur noch irgendwie grauenhaft für die anderen ist, solange man noch nüchtern genug ist, das zu wissen. Ah nein, da bin ich dagegen. Wie bei den Eskimos, wissen Sie, wo die Leute, wenn sie Eis geschickt haben, dann kommen sie ins Eis. Ne? Ja. Was mich persönlich anbetrifft, hätte ich nichts dagegen, solange ich das entscheiden kann. Aber was heißt das denn, ich hätte nichts dagegen? Also wenn es jetzt wirklich mal an die letzte Konsequenz geht. Dann ist der Mülleimer, der ist aus, ne? Sie würden selber bestimmen, wann vorbei ist. Ja, das ist natürlich der Höhepunkt des Luxus. Ne? Ja, sicherlich. Da bin ich nicht gegen. Ja. Ich möchte nicht anderen zur Last liegen. Ist doch grauenhaft. Auch wenn man die dafür bezahlt. Doch grauenhaft. Ich wollte gerade sagen, Sie können sich das doch leisten. Ja, aber es gibt Dinge, die man sich nicht leisten möchte. Nein, ich bin dafür, dass, wenn man selber merkt, dass er wirklich keine Hoffnung mehr, dann nächstes Mal bei rauskommt, sollte man die anderen befreien. Wenn man auf der anderen Seite wiederum so viel Gewicht abgenommen hat, wie Sie das zeitweise gemacht haben, dann spricht das ja für mich, zumindest von außen betrachtet, nicht nur dafür, dass Sie jemand waren, der da an der Stelle einfach anders aussehen wollte, sondern vielleicht auch einfach gesünder werden wollte und insofern vielleicht auch Angst vor dem Tod von allem. Es gab plötzlich eine neue Mode, die mich interessierte. Vorher gab es keine und da habe ich gesagt, jetzt werden wir das mal machen. Und das natürlich ist das auch viel gesünder. Ne? Und vor allen Dingen, man fühlt sich besser. Alles unbenommen, aber das glaube ich Ihnen nicht, dass Sie ähnlich wie mit der Sexualität, wo man sagt, heute ist gerade mal Mode, bisexuell zu sein, jetzt ist gerade mal Mode, 42 Kilo abzunehmen. Doch, so bin ich. Doch. Das heißt, Sie wachen morgens auf und sagen, heute beschließe ich 42 Kilo abzunehmen? Ja, einen Tag. Man kann jeden Tag 42 Kilo abnehmen, dann bleibt nicht viel. Ja, aber das nein, ich meine, jetzt ist okay, jetzt bin ich mit meinem Gewicht und meiner Sache zufrieden, wenn es geht. Ne? Das verstehe ich. Überall rein und brauche nichts zu erweitern zu machen. Also geht es. Aber da muss doch mehr passieren, als einfach nur zu sagen, jetzt stehe ich mal auf und überlege mir gerade mal, ich nehme jetzt mal richtig ab. Ja, da gehört ein guter Arzt und ein bisschen, was die Deutschen Disziplin nennen, dazu. Huh? Ja, Sie weichen aus. Also, wenn ich weiche überhaupt nicht aus. Doch, wenn die Mode morgen so wäre, dass man sagt, jetzt ist gerade Ihnen ein bisschen korpulenter zu sein, würden Sie wieder zunehmen? Ja, man kann aber korpulente Mode tragen, ohne Fett darunter zu sein. Das kommt dann auch, wie das Zeug geschnitten ist. Nein, ich würde nichts tun, was nicht für meine Gesundheit richtig wäre. Ne? Und ich mache ja auch nichts mehr. Ich habe das Tolle bei dieser Geschichte ist ja, ich habe das Gefühl, mein Arzt hat mich hypnotisiert, was er nicht hat. Ich mache nur das Essen, was für mich erlaubt ist. Die anderen Sachen, das ist wie das Kunststoff wäre. Da denke ich gar nicht. Ich bin wie die Tiere im Urwald, die nur die Pflanzen anbeißen, wo sie wissen, dass sie die verdauen können. Wie machen Sie das? Lassen Sie kochen? Kochen Sie selber? Ich kann nicht kochen. Ich kann kaum eine Eischranktür aufmachen. Ich bin auch kein Feinschmecker. In der Beziehung bin ich ziemlich primitiv. Ja? Ja. Was heißt das? Also in Paris ist voll von tollen Sterne-Restaurants. Ja, sicherlich. In Restaurants gehe ich sowieso. Ja, aber ich mache so Sachen, die man nicht weiter vorbereiten braucht. Ich liebe zum Beispiel geräucherten Lachs. Den kocht man ja nicht. Ne? Nein. Also, naja. Das heißt, könnte ich von leben. Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald. So ein bisschen. Ja, nein. Die Abteilung. Und solche Sachen. Aber ich esse ja weder Brot, noch Butter, noch Zucker, noch Käse, noch nichts. Ich esse ja nur Fisch, ganz wenig Fleisch. Weil einmal in der Woche will mein Doktor, dass ich Fleisch esse. Und gedämmtes Gemüse und Früchte. Außerdem esse ich überhaupt nichts. Ne? Aber das ist so toll bei mir gemacht, nicht von mir, ne? Dass die Leute, die eingeladen sind, gar nicht merken, dass sie im Grunde Health Food kriegen. Ne? Und Sie haben es mal erzählt, dass Sie das absichtlich so gemacht haben, dass sozusagen die Haut gleichmäßig mitgeschrumpft ist. Das darf ja nicht drapiert werden. Ne? Ja, was halten Sie denn grundsätzlich davon, wenn man nachhilft, wenn es optisch nicht mehr so richtig läuft? Ja gut, da habe ich nichts gegen. Ich habe es nicht gemacht, weil die Frage hat sich nicht gestellt. Ne? Aber wenn die Leute das sagen, das ist sehr gefährlich, weil man kann tolle Prozesse machen. Das ist nämlich das
etwas, was man ganz toll und schnell beweisen kann. Jeder Expertdoktor kann sofort sehen, da wo geschnippelt wurde und wurde nicht geschnippelt. Ich habe da schon Geld mitverdient. Ja. Was ich aber Werken gegeben. Leute gesagt haben, ich hätte mein Gesicht neu gemacht. Habe ich aber nicht. Und das konnte ich an 3 Sekunden beweisen. Aber ich habe nichts dagegen. Ja. Wenn die Leute, Männer und Frauen, denn Männer tun das jetzt auch, mit diesen grauenhaften Mündern und diesen japanischen Augen und hohen Wangen glücklich sind, warum nicht? Ne? Ich weiß nicht, man hat das Gefühl, die haben einen Autounfall gehabt und sind durch die Windscheibe gegangen. Aber ich weiß nicht, an welchem Markt die sich da adressieren. Ich weiß nicht, wer die Amateure für sowas ist. Ne? Kenner dieses Gewerbes sagen ja, dass man das Alter vor allen Dingen an Hals und Händen erkennt. Ja. Da tragen Sie Handschuhe und sehr hohen Kragen. Ja, aber da kann ich Ihnen gleich die Handschuhe machen. Nee, das tue ich nicht. Deswegen gucken Sie, ich habe nicht mal einen Fleck auf der Hand. Oh ja. Das ist, um keine zu kriegen. Mhm. Warum tragen Sie das? Weil Sie Angst vor meinen Bazillen haben? Warum haben Sie Schuhe an? Na gut, weil ich damit auf dem Boden laufe. Ja, sicher. Ja, aber die Welt ist so verschmutzt, was man anfasst, ist heute auch nicht so sauber. Und der hohe Kragen? Der hohe Kragen, das hat eine ganz andere Geschichte. Ich hatte einen Patenonkel, der toll war. Der war 75, wie ich geboren war. Und der war der eleganteste Mann, den es gab. Und der hatte immer hohe Kragen. Und es gibt Bilder von mir schon vor 30, 40 Jahren, wo ich solche gehabt habe. Das habe ich immer geliebt. Und dann meine Vorbilder in der deutschen Geschichte, bis auf männliche Eleganz, das wurde mir von meiner Mutter immer gesagt. Es gab nur 2 tolle Männer. Walter Rathenau und Graf Kessler. Alle anderen ist Mist. Ist das der Patenonkel, der Ihnen auch eine gepfeffert hat? Ja, das ist der genau. Das ist aber kein schönes Aufwachsen, wenn man dann noch weiß, dass beispielsweise Ihre Mutter Ihnen dringend empfohlen hat, Ihre Tagebücher wegzuschmeißen. Ja, das fand ich aber ganz gut, denn ich bedauere das nur für Sachen aus dem täglichen Leben, die man vergisst. Ne? Aber wie sie gesagt hat, das braucht ja nicht jeder zu wissen, dass du so doof bist. Ne? Hat die Mutter Ihre Tagebücher gelesen? Ja, das konnte sie. Ja, da konnte ich alles sagen. Sie haben mit Ihrer Mutter auch alles besprochen. Aber sie sagte nie was. Und sie sagte nicht, weil du geschwätzig bist, muss ich auch was sagen. Mhm. Aber ich konnte alles erzählen. Ja, doch, doch. Auch wenn ich zum Beispiel, was in Deutschland damals ziemlich viel passierte, wurde man sehr oft von Pädophilen angegriffen. Ne? Und ich erzählte das ja alles sofort. Ich meine, da ist nie was passiert. Aber ich brauche ja Ihnen keine Zeichnung zu machen. Ne? Na, auf jeden Fall, dann sagte meine Mutter, ja, aber ich meine, 2-3 Mal passiert. Sagt sie, ist doch deine Schuld, guck dich doch mal an, wie du dich benimmst. Wenn man so kesselt, ist auch normal. Aber das ist doch eigentlich ein ganz trauriger Moment im Leben eines Kindes, wenn man doch eigentlich den Schutz der Eltern braucht, ja, und sagt, was passiert, da hat mich einer angefasst, der ist mir zu nahe gekommen, wie auch immer, zu nahe gekommen, der hat sie belästigt. Das hatte ich instinktmäßig begriffen. Ne? Gut, aber ich erinnere mich auch mal an einer Schule, da sagte zu mir, da war ich so vielleicht 12, sagte, hast du Tod in Venedig gelesen? Da habe ich zu dem Mann gesagt, soll ich meinem Vater erzählen, welche Lektüre sie empfehlen, oder halten sie mich für einen Dummkopf? Wie war die Reaktion? Natürlich hatte ich es gelesen. Und wie war die Reaktion? Ja, der arme Mann, der ist rot geworden. Ne? Ja. Das heißt, Sie waren schon früh jemand, der eine starke Anziehungskraft offenbar entwickelt hat. Ja, wissen Sie, so kesselkleine Jungs gab es vielleicht nicht so viele. Ne? Auch auf Frauen? Ja, wahrscheinlich auch, denn das gab es in jeder Himmelsrichtung. Sie sind ja heute auch noch genauso. Sie sind Kess und Sie spielen mit der Kamera, dem Publikum, mit allem, was Sie... Ich gucke über die Kamera überhaupt nicht rein, ich gucke Sie an. Ja. Aber Sie sind Kess. Ja, Kess, das sagt man in Hamburg. Ich weiß nicht, ob das Wort Kess noch richtig ist. Ne? Ja, doch, Kess ist richtig. Finden Sie? Ja. Ich finde es ganz gut. Ja. Aber ich betrachte mich selber nicht als Kess. Ich antworte auf Ihre Fragen, das ist alles. Was auffällt, ist, dass Sie nie in irgendeiner Form das Bedürfnis entwickelt haben, eine Familie zu gründen. Nein, da bin ich nicht für, weil ich nicht dafür gemacht bin. Wenn ich eine Frau wäre, hätte ich 12 Kinder. Aber die Beziehung Vater-Kind, da glaube ich nicht so dran. Ich kenne so viele Männer, die Kinder geliebt haben, die nicht unbedingt ihre Kinder waren, weil sie das nicht gewusst haben, dass mir das im Grunde ziemlich egal. Mein Vater war toll zu mir, reizend. Aber das ist was anderes. Zum Beispiel, ich hasse die Idee, dass Frauen Kinder machen und die Kinder dann weggeben. Also das finde ich furchtbar. Oder dass lesbische Kuppel Kinder haben, finde ich toll. Männer, Ehepaare mit Kindern, also bin ich nicht so für. Müttern gehören zu Kindern und Kinder gehören zu Müttern. Mit dem Vater, das weiß ich nicht. Aber Kinder haben doch auch einen großen Spaß an einer intensiven Vater-Kind-Beziehung. Ja, man hat aber keine Kinder, um Spaß zu haben. Dann kauft man sich einen Hund. Das ist aber ja genau das krasse Gegenteil dessen, was heute passiert. Also, dass man Kinder bekommt und dass man sich plötzlich selber dabei ertappt, wie er auf dem Fußboden rumkrabbelt oder in der Sandkiste. Das finden Sie furchtbar?
Nein, das finde ich rührend und reizend. Aber da, erstens bin ich, wenn ich jetzt Kinder hätte, wären die vielleicht nicht mehr im Sandkasten. Ja. Und dann vor allem wissen Sie, es hat auch noch etwas Eigentümliches. Ein Familienleben, ein normales Familienleben. Dann kommt man in so Generationskästen. Ich gehöre zu keiner Generation, ich gehöre zu allem. Mhm. Und das habe ich als Kind schon gewusst. Ich will keinerlei Zwang haben. Ich will mich nicht um andere kümmern in der Beziehung, dass ich das machen kann, was ich will, und dann kann ich mich um andere kümmern. Aber ich will nicht, dass andere mich daran hindern, das zu machen, weil der Junge war krank, die Ferien mussten und so weiter. Dafür bin ich nicht geboren. Ich bin dafür geboren, zu arbeiten in dem, was ich mache. Ja, weil Sie sind ja eigentlich jemand, der für unheimlich viele Menschen große Verantwortung trägt. Umso besser. Aber da brauche ich nicht noch schreiende Kinder dafür zu Hause. Was halten Sie denn von der Aktion? Wenn ich eine Frau wäre, hätte ich wahrscheinlich 12 Kinder gehabt. Mhm. Aber als Mann glaube ich dann ist die Frage, wie hätten Sie die erzogen? So wie ich erzogen bin. Hm? Wie? Ja, so? Ja, ich hätte genau die behandelt, wie ich von meiner Mutter behandelt wurde. Mein Vater war viel lieber, der war viel netter. Finden Sie, dass wir unsere Kinder heute zu sehr verwöhnen? Nein, das ist noch viel schlimmer wie das. Die Eltern messen sich, tun sich aufs gleiche Niveau. Die ziehen sich so an und die tun das gleiche Niveau beinahe. Früher musste man sich Mühe geben, um von den Erwachsenen ernst genommen zu werden. Mhm. Heute ist da eine gewisse fast mitleidige, süße Herablassung Kindern gegenüber, die ich grauenhaft finde. Wenn Sie jemanden wie Elton John beispielsweise sehen, den Sie mit Sicherheit... Den ich sehr gut kenne, seit ewig, genau, ja. Der scheint doch ein spätes Glück gefunden zu haben mit der Adoption seines Kindes jetzt. Ich hoffe es für ihn, aber das soll nicht heißen, dass ich das Gleiche mache. Ne? Also diese Vater-Kind-Beziehung ist eine, von der Sie sagen, das funktioniert einfach nicht. Das funktioniert, aber vielleicht woanders, aber nicht bei mir. Weil ich auch nicht den Willen oder den Wunsch habe. Mhm. Ne? Ja, aber ich habe beinahe wie Adoptivsöhne, Leute, um die ich mich kümmere. Aber die habe ich im Prêt-à-porter gekriegt. Die waren fertig. Ne? Wahnsinn. Wenn man Sie auch in dieser Dokumentation sieht, dann hat man das Gefühl, dass Sie jemand sind, der sehr viel alleine ist. Ich liebe allein zu sein. Genau, man kann gezwungenermaßen allein sein und es eigentlich ganz traurig finden. Es gibt Einsamkeit und Einsamkeit. Einsamkeit ist grauenhaft, wenn Sie krank, arm und alleine sind. Das ist furchtbar. Ne? Mhm. Naja. Aber wenn Sie, sagen wir mal, wohlhabend sind und viele Leute um sich haben, Tag und Nacht, dann ist Einsamkeit der Höhepunkt des Luxus. Ne? Warum? Ja, man muss ja auch die Batterien mal wieder aufladen. Man kann da ja nicht immer wie ein Affe auf dem Jahrmarkt stehen. Ne? Und das sage ich nicht für hier. Aber das ist für mich nötig. Ich muss lesen. Ich weiß nicht, ich muss irgendwie... Nachdenken ist ein grauenhaftes Wort, so seriös bin ich nicht. Aber irgendwie muss man ja irgendwie mal ein bisschen da oben sich drum kümmern. Ne? Mhm. Ist es wahr, dass Ihnen viele Ihrer Eingebungen so im Halbschlaf kommen? Ja, 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 sicher. Aber um diese Eingebung, wie Sie es schön nennen, im Halbschlaf zu haben... müssen Sie eine unglaubliche Menge von Informationen unbewusst in sich aufnehmen. Lesen, gucken, ansehen und alles. Mhm. Und darum habe ich auch so viel Bücher. Ich will alles wissen, alles kennen, vergesse es wieder. Und das erlaubt Ihnen hinterher irgendwie so Visionen zu haben, die Sie mit einem total leeren Kopf wahrscheinlich nicht hätten. Mhm. Das ist interessant, wie Sie sich darüber amüsieren, wenn ich Eingebung sage. Ja, weil das für Sie einfach Handwerk ist. Ja, genau, genau. Eingebung ist ein furchtbares Wort im Grunde. Klingt so wie ein Lauf. Ne? Ja. So schlimm finde ich es jetzt nicht, aber... Es ist eher so ein Einlauf, wenn einen die Muse küsst, so ist das doch eher. Ja, aber das ist auch wieder ein sehr poetisches Bild einer anderen Zeit. Ne? Was ist das eigentlich? Ich bin nicht Schiller, wissen Sie. Ich lese immer wieder, Karl Lagerfeld hat eine neue Muse. Ja, was ist eine Muse? Was machen Sie mit der Muse? Sie haben mich nie gehört, das ist eine Muse, das sagen andere. Ja, was ist damit gemeint? Was meinen Sie? Das ist irgendwie jemand, Mädchen oder Junge, der eine gewisse Inspiration bringt, dadurch, dass er irgendwie im Look dem Zeitgeist und der Mode entspricht. Zum Beispiel Baptiste, den wir hier gerade sehen. Junges Topmodel. Ja, aber jetzt ist er Singer, er singt jetzt. Und mit ziemlich viel Erfolg. Ja, die Schulmädchen sind verrückt auf ihn. Ja gut, das kann ich verstehen. Es muss nicht was mit der Stimme zu tun haben. Ja, aber er hat keine schlechte Stimme, ne? Das stimmt, das ist wahr. Und er hat in Deutschland gesungen, hat er Mordserfolg mit gehabt, ne? Mhm. Aber was heißt Muse? Das sind Menschen, mit denen Sie sich umgeben. Claudia Schiffer galt mal als Ihre Muse. Ja, wissen Sie, ich ziehe das Zeug ja nicht alle an, ich ziehe das ja nicht an, ne? Ja. Also brauche ich Leute, für die das irgendwie etwas ist, was sie total gut darstellen können. Mhm. Aber wenn das nur das ist, dann sind das ja Eintagsfliegen. Mhm. Das sind Leute, die das haben,
und noch das gewisse Etwas dazu. Mhm. Zum Beispiel im Moment mein Lieblingsmodell, aber das ist auch wie eine Freundin, wie eine Tochter, das ist die berühmte Freya Eriksson. Mhm. Gibt keine tollere Frau im Moment für mich, im doch auf Look, auf Attitüde und wie sie ist, das ist das tollste Mädchen. Und auch wenn ich mal eines Tages nicht mehr mit ihr arbeite, hoffe ich, wir werden immer befreundet bleiben. Was ich interessant finde, ist, wenn man sie so bei der Arbeit sieht, beispielsweise bei der Fotografie, die sie heiß und innig lieben, dann haben sie da diese jungen Menschen vor sich, Menschen, die einen Körper haben, also Adonis ist nichts dagegen, und das scheint sie völlig kalt zu lassen. Da liegt da dieser junge, schöne Mensch und räkelt sich vor ihnen. Ja, das ist wie wenn sie zum Arzt gehen. Ich hoffe, der lässt den Arzt ja auch kalt. Ja. da passiert gar nichts bei Ihnen? Nein, nichts. Nein, das war bei anderen Fotografen auch schon so. Helmut Newton, da passiert ja auch nichts. Ne? Dann ist eine andere Art von Fotografie, da gibt es Spezialisten für sowas, machen wir nicht. Wann waren Sie das letzte Mal verliebt? Oh, ich halte keine Tagebücher mehr, da kann ich Ihnen nicht drauf antworten. Wäre das jetzt die erste Frage, auf die Sie lügen müssten heute Abend? Nein, das ist ein Datum, ich habe ja kein Datum gesagt. Wenn ich ein falsches Datum geben, wäre es eine Lüge. Ja. Ich habe ja gesagt, das weiß ich nicht. Aber waren Sie vor nicht allzu langer Zeit noch mal so richtig verliebt? Ja, da muss ich Sie erst mal fragen, was Sie unter richtig verliebt verstehen. Was verstehen Sie denn? Das klingt wie ein Roman von Kurt Mahler, falls Sie Kurt Mahler Romane kennen. Ja, was verstehen Sie denn unter richtig verliebt? Ja, vielleicht nicht das Gleiche, wonach Sie mich fragen. Ich weiß nicht, was Sie hören wollen. Deswegen würde ich es gerne wissen. Ja, das weiß ich auch nicht. Danke. Ich bin ins Leben verliebt. Oder? Was ist denn Ihre Definition von Liebe, von Beziehung? Ja, wissen Sie, das Romantische, das ist ein bisschen Klischee. Das muss über das Physische herausgehen. Ne? Das gibt so einen französischen Ausdruck, l'amour absolu, insouciant und léger. Das heißt, sorglos und leicht. Ne? Alles andere ist grauenhaft. Eifersucht. Also ich bin nie eifersüchtig in meinem Leben gewesen, weil ich habe das immer so betrachtet, Leute, die sind mit mir in einem Raum, sind mit einem Raum. In einer Minute, wo die aus der Tür gehen, geht mir das nichts mehr an. Aber was ich mache, geht ja auch nichts an. Und das ist die beste Lösung. Es gibt Leute, die ruinieren ihr Leben mit Eifersucht und also das ist ja grauenhaft. Ne? Das ist mir nie passiert. Aber da muss man sehr selbstbewusst sein, um das so zu leben. Ja, das bin ich vielleicht. Ne? Und das hat so auch immer funktioniert? Das, Gott sei Dank, dreimal Holz, ja. Aber Sie haben mal gesagt, ich habe in meinem Leben... Spätzündung kommt, dass man noch was Gegenteil hat. Sie haben mal gesagt, ich habe in meinem Leben nie geweint und nie geschwitzt. Ja, schwitzen tut man ja, wenn man nämlich gesund isst und nicht kein Fett frisst und nicht trinkt, schwitzt man ja auch nicht. Ne? Ja, aber früher haben Sie doch 2 Kilo mehr gehabt. Ja, aber ich meine, ich trank keinen Alkohol und so, aber vielleicht habe ich früher geschwitzt, ich erinnere mich nicht mehr daran. Ne? Und Sie haben nie geweint? Das ist vielleicht übertrieben, ich weiß nicht, wo ich das gesagt habe. Ne? Also nicht so ganz die Wahrheit. Ja Gott, ich meine, ja, was ist richtig weinen? Ich meine, ne? Träne verdrücken ist auch weinen. Ne? Kommt drauf an, wie man das nimmt, ne? Das ist wahr. Sind Sie jemand, der gelegentlich mal aufsteht und sagt, ist eigentlich heute nicht mein Tag, ich bin traurig? Oder haben Sie ich bin montagmorgens immer schlecht gelaunt. Immer? Montagmorgens. Warum? Ja. Das weiß ich nicht, vielleicht eine Erinnerung aus der Schulzeit, was weiß ich. Aber Montag, da... Ist es wahr, dass Ihre Mutter kurz vor ihrem Tod noch den Friseur gerufen hat? Das war ein Zufall, weil sie ja nicht wusste, dass sie sterben wollte. Mhm. Sie hatte eine Grippe und hat den Arzt kommen lassen. Mhm. Aber bevor der Arzt kam, hat sie den Friseur kommen lassen. Mhm. Und das finde ich auch eine sehr gute Disziplin. Und dann ist der Arzt gekommen, hat mit ihr gesprochen, das Zimmer zur Tür gegangen, aus dem Zimmer, wie an der Tür war, hat sich nochmal umgedreht, wieder sind, war sie tot. Also das ist der beste Tod, den man haben kann. Ne? In der Tat. Mein Vater ist beim Zeitungslesen eingeschlafen. Wie möchten Sie gerne sterben? Ja, so auch wahrscheinlich. Ne? Ah, ohne die Grippe zur Not. Ne? Mit der Zeitung vielleicht. Ne? Mit der Zeitung. Mit der Zeitung, ja. Sie haben eben erwähnt, dass Sie ein Romantiker sind. Und dazu passt sehr, sehr gut, dass Sie ein sehr, sehr schönes Buch gemacht haben, in dem drinsteht die Geschichte Ihres Lieblingsschriftstellers oder augenblicklichen Lieblingsschriftstellers, Eduard von Kaiserling. Ja, das stimmt. Und dieses Buch haben Sie... Und dieses Buch haben Sie illustriert? Ja, ich wollte ja ursprünglich Illustrator und Karikaturist werden. Ne? Und jetzt werde ich auch noch andere Kaiserling-Novellen illustrieren. Denn dieses kleine Buch, Die Landpartie, das ist nur eine Novelle. Ne? Und wissen Sie, die Geschichte von diesen Kaiserling-Novellen, das ist sehr amüsant. Das hat mir jemand, den ich nicht kenne, hat uns das geschickt. Und denn die Romane, die kennt ja mehr oder weniger jeder. Ein bisschen kultivierte Leute kennen die. Ne? Und diese Novellen, die waren seit 1906, wo sie in einer Zeitung erschienen, waren nie wieder erschienen. Mhm. Das sind 12 Stück.
zwei, drei sind nicht so toll wie andere. Und die möchte ich alle so rausbringen, diesen kleinen Bücher, weil ich das amüsant finde. Ich habe nicht so viel Zeit, große Sachen zu illustrieren. Und irgendwie kann ich die Charaktere ganz gut hinkriegen, finde ich. War ja auch ein ziemlich wilder Herr. Der hatte diverse Geschlechtskrankheiten und hat halt ein ziemlich wildes Leben geführt. Auch kriegen, ohne wild zu sein. Sie müssen sich in aber der damaligen Zeit. Ja, in der damaligen Zeit, da kriegten die das, wie man hier heute die Grippe kriegt. Ne? Das ist wahr. Das Thema dieses Buches ist interessant. Da geht es eigentlich um diese sehr feine, vornehme Gesellschaft. Die im Grunde sehr herablassend sind. Und dass sich der Junge sich dafür schämt, dass sie zu der Sängerin so grauenhaft sind. Genau. Also ja. Man merkt, wie die anfangen, irgendwann sich selber in ihrem eigenen Saft zu suhlen und zu baden und sich entsetzlich langweilen dabei. Ja. Geht Ihnen das manchmal auch entsetzlich langweilen? Weil ich werden. Genau. Geht Ihnen das manchmal auch so, dass Sie denken, boah, ich habe es so satt, mir steht es bis da oben hin. Nein, ewig ja die gleichen Leute. Es gibt keine Berühmtheit, die Sie nicht kennen. Leute. Nein. Wissen Sie, ich habe nichts zu tun. Es ist immer wieder derselbe Ablauf. Mit verstaubten, eingebildeten pommerschen Landadel. Ne? Ja, aber dennoch haben Sie ja immer oder ostpreußischen, ich weiß nicht, wo das ist. Sie haben mit Leuten zu tun, die Nase teilweise sehr, sehr hoch tragen. Sie haben immer wieder die gleiche Geschichte zu machen, Kollektion abliefern. Ja, das Abliefern, so kommt mir das selber nicht vor. Ne? Nein. Ich habe das Glück, mit Leuten zu arbeiten, die ich wirklich wahnsinnig gerne mache. Mhm. Viele Leute haben noch nie mit anderen Leuten gearbeitet wie mit mir. Ich habe Leute, die arbeiten mit mir seit 25, 30 Jahren. Sie sind sehr treu, was Ihre Mitarbeiter angeht. Solange man mir nicht irgendwie was antut, wie man so schön sagt. Ne? Genau. Sonst habe ich eine Krimhilde-Natur. Sie sind leicht rachsüchtig. Ja, doch. Das sehe ich ja gar nicht ein. Ne? Die anderen die Backe hinhalten, das gehört nicht zu meiner Erziehung. Mhm. Das heißt, Sie sind dann aber auch jemand, der sich sozusagen von einer Sekunde auf die andere von jemandem trennen kann, der 30 Jahre loyal für Sie arbeitet. Nicht mal auf die Uhr zu gucken. Nicht mal auf die Uhr zu gucken. Eine Sekunde aus. Was passiert dann da? Gibt es dann eine fette Abfindung oder dann ist der weg? Kurzschluss. Ne? Sowas wie Verzeihen, das ist nicht Ihr Thema. Langweilig. Nein, denn es beweist ja, dass es irgendwie doch nicht klappte. Ne? Mhm. Was so oft ist das nicht passiert. Mhm. Wir müssen auch noch reden über ein Thema, das neulich hier in dieser Sendung auch Thema war. Nadja Auermann war hier und hat gesprochen darüber, dass Models immer jünger werden und sagte, das bringt Pädophile auf völlig falsche Gedanken. Sehen Sie das auch so? Ich liebe Nadja, aber das Thema ist ein bisschen überholt. Warum? Es gibt das, weil es das ist nicht mehr Mode, es ist grauenhaft, was ich sage. Aber wissen Sie, die kleinen Russinnen von 15 und so, die benimmt kein Mensch mehr. Das gibt es gar nicht mehr. Das Neue ist, zum Beispiel gestern habe ich Fotos gemacht mit Stella Tennant, die ist über 40, die ist toller wie alle anderen. Es gibt in allen Schauen in Paris Mädchen bis zu 50. Kerstin McManish, die große Star der Anfang, Ende der 80er. So. Das ist alles überholt. Und so mager sind die auch gar nicht, denn dann passen die ja gar nicht in die Kleidung. Die Größe 36 und so, das ist ein bisschen überholt. Ja, wobei, auf der anderen Seite muss man sagen, da holt man teilweise dann Models raus, die schon ein bisschen älter sind, um einfach nochmal einen Marketing-Gag zu haben und einen oben drauf zu setzen, weil dann sonst nichts mehr einfällt. Was die Jungen oft nicht haben und weil die irgendwas bringt. Die Claudia Schiffer, die ist heute genauso gut und fast besser, wie sie früher war. Hm? Ich habe lange nicht mehr mit Nadja gearbeitet. Aber es gibt da Mädchen, die sind unglaublich. Ne? Was halten Sie von Castingshows wie der von Heidi Klum? Wovon? Können Sie das mal wiederholen? Gerne. Was halten Sie denn von Castingshows wie Germany's Next Topmodel? Das finde ich irgendwie ein bisschen unmenschlich. Die Leute, die hoffen, irgendwo rauszukommen und denn die Banner wie behandelt werden, wie wenn sie Zirkustiere wären. Ich finde das furchtbar. Ich finde das unmenschlich. Ja, gut, aber das ehrt Sie sehr, dass Sie das sagen. Das ehrt Sie natürlich sehr, aber gleichzeitig ist es doch genau das, was dort auch stattfindet, auch auf den großen Schauen in Paris. Wieso? Nein, das ist doch keine Wahl. Die an der Schau sind, die sind schon gewählt worden. Ne? Ja gut, ich sehe nur die Mädchen, die mir von meinen Mitarbeitern vorher ausgewählt werden. Ne? Natürlich, jeder möchte Model werden, aber das kann man den Leuten, das ist nur mal eine gewisse Ungerechtigkeit. Es gibt Berge von Leuten, Müttern vor allem, die mir Briefe schreiben, meine Tochter ist viel hübscher wie Claudia Schiffer, sie ist 12. Aber das ist leider nicht der Fall. Aber wir sehen die Leute. Die Mädchen, die ich sehe, die sind, ich habe ewig keine gesehen, die nur 14, 15 waren. Aber wissen Sie, Kate Moss und Naomi Campbell, wo jeder davon spricht und so, die sind alle mit 14, 13, 14 angefangen. Gut, aber was mache ich denn heute, wenn ich jetzt sage, ich habe da diese Tochter und die hat Talent, die sieht großartig aus. Zu Heidi Klum soll ich sie nicht schicken. Wie stelle ich es dann an, damit sie bei Ihnen groß rauskommt?
Ja, dann müssen Sie ja meine Mitarbeiter. Ich selber sehe Leute nie direkt. Mhm. Da ist immer eine Vorwahl. Ne? Aber wenn wir jetzt mal noch mal. Oder ich sehe jemanden irgendwo auf dem Foto auf der Zeitung und sage zu meinen Mitarbeitern, das Mädchen möchte ich mal sehen. Ne? Wenn wir noch mal kurz in diese Welt eintauchen, weil Sie Kate Moss gerade erwähnt haben. Sie waren einer derjenigen, der sich sehr weit auch sozusagen nach vorne gewagt hat und gesagt hat, das mit dem Kokainkonsum, das ist eigentlich alles gar nicht so wild. Ja, die hat ja auch nichts gesagt. Die hat ja nicht gesagt, sie liebte Hitler, wie andere das machen. Ne? Wie John Galliano meinen genau, Sie jetzt? Ja, ne? Die gut, okay, hat den Mund also, gehalten und sich das Ding, ja Gott. Gut, also Hitler zu lieben ist ein Problem, aber sich das Kokain reinzuziehen vor laufender Kamera ist kein Problem. Kate Moss ist ein Phänomen. Warum wollen alle Mädchen von 10 Jahren an wie Kate Moss aussehen? Warum wollen sie alle angezogen sein wie Kate Moss? Warum will jeder Fotograf Kate Moss fotografieren? Warum wird die fotografiert und mehr wie alle Filmstars und alle? Da muss schon irgendwas sein, was die anderen nicht haben. Ne? Also soll man die mal nicht in eines beste Klischee von Normalität. Kate Moss ist ein Phänomen unserer Zeit. Natürlich, kaum aber als solches doch auch ein Vorbild. Der ist das egal, sie will kein Vorbild sein. Die sagt sich nicht, ich will ein Vorbild sein. Ne? Kann man ich will mein so Leben leben, sagt sich das Mädchen. Die hat vielleicht nicht den gleichen Erhaltungstrieb, den ich habe, aber ich will auch kein Vorbild sein. Sie sind ein Vorbild und haben sich beispielsweise über die Aussage von John Galliano fürchterlich aufgeregt. Warum regen Sie sich an der Stelle auf und an anderen nicht? Ja, weil die hat ja Mund gehalten. Ich finde es ja richtig, dass Sie sagen, irgendwie, das kann nicht sein, dass einer sagt, ich finde Adolf Hitler großartig. Das finde ich ja richtig, sich da sehr klar zu positionieren. Ja. Aber an der anderen Stelle nicht, wenn Bilder auftauchen eines koksenden Supermodels. Ja, wissen Sie, erlaubt es, was gefällt. Ich bin kein Moralprediger. Es gibt Leute, die sind begabter dafür, sich zu zerstören, wie sich zu erhalten. Im Grunde, da ich einen wahnsinnigen Erhaltungstrieb habe, bewundere ich fast Leute, die sich irgendwie kaputt machen. Ich könnte das nie. Ich bewundere das beinahe, aber das soll nicht heißen, dass ich das ermutige. Aber ich will hier auch nicht stehen wie in so einem Moralpilar, das darf man nicht. Warte, das ist nicht, weil ich nicht trinke und nicht rauche und keine Drogen nehme, dass ich die anderen beurteilen oder verurteilen muss. Ich tue das nicht, weil mir das nichts sagt. Aber, sonst würde ich das wahrscheinlich auch tun. Aber Sie stimmen mir zu, wenn ich sage, das ist dennoch eine Welt, die sehr, sehr selbstzerstörerisch ist. Und dann gerade für junge Menschen. Wenn du irgendwo zwischen 14 und 18 bist, dann bist du ja unheimlich anfällig für alles Mögliche. Das ist eine der sensibelsten Phasen, die ein Mensch haben kann. Sicherlich. Aber da will ich immer gleich was sagen. Heutzutage mit Internet und all dem ist das sehr schwierig, diese Dinge vor den jungen Leuten zu kaschieren. Da können weder die Eltern noch sonst jemand dafür. Mhm. Wir leben in einer überinformierten Welt. Und all diese Informationen inspirieren, gibt den Leuten oder den jungen Leuten Lust irgendwie, das auch mal versuchen und so passiert das denn. Aber das ist das ganze System, was es so macht, dass man da nicht plötzlich sagen soll, ja, das ist die arme Kate Moss, die ist die Hauptschuldige. Nee, das ist die ganze Situation. Sie meinen, es ist einfach zu kurz gedacht. Ja. Jetzt gerade waren Sie wieder in aller Munde mit Ihrer aktuellen Modenschau. Ich meine mich zu erinnern, im vergangenen Jahr war das alles sehr romantisch und sehr, sehr zart und sehr, sehr schön. Neoromantisch, ja, so könnten wir das nennen. Kein Kitschromant. Keine Kitsch, nein, um Gottes Willen. Diesmal sah es ein bisschen anders aus. Ja, die Mode ist überwechselt. Und die Modewelt hat sich gewechselt. Ne? Erzählen Sie ruhig weiter, ja? So sah das aus. Ja. Also sehr, sehr düster. Die Damen alle in Schwarz. Grau. Grau, Entschuldigung. Und ein bisschen älter, das stimmt. Ein bisschen älter, nicht alle. Ne? Mhm. Aber immer noch natürlich sehr, sehr dünn, die jungen Frauen. Ja, wissen Sie, soll ich mal was sagen? Ja. Wenn Sie Molly-Mädchen zeigen, sagen, das mache ich aber nicht, sagen die Dicken, denn ja, das ist nicht für mich. So sehen die sich nicht. Die Runden, die sehen sich dünn. Nichts Rundes sehen. Ne? Das heißt, das hat auch was damit zu tun, dass wir ein falsches Bild von uns selber haben? Oder Illusion. Sie verkaufen Illusionen? Genau, Traum. Keine Albträume. Haben Sie, letzte Frage, haben Sie noch einen Traum, von dem Sie sagen, den würde ich mir gerne noch mal verwirklichen? Wissen Sie, wenn ich alle das machen kann, was ich mache, und das so schön weitermachen kann in so tollen Bedingungen, dann ist das schon mehr wie ein Traum. Hm? Wann haben Sie vor, irgendwann mal zu sagen, jetzt höre ich auf, jetzt ist Schluss? Oder das wollen Sie überhaupt nicht vor. Das heißt, Sie machen den Juppie Hestas. Also. Dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns dann, wenn Sie so die 75 irgendwann mal erreicht haben, vielleicht in dieser Sendung mal wieder sehen. Ja, sicher, die müssen wir aber bald machen. Ne? Ja. Okay. Sie können einmal in der Woche kommen, wenn Sie wollen. Und die Sache mit dem Alter haben Sie jetzt doch noch mal ein bisschen was rausgelassen. Können Sie alle nicht lassen, ne? Nein, ich. Das ist eine Art von Rassismus, ne? Altersrassismus? Ja, immer davon zu sprechen. Das ist, wie wenn Sie Rassist wären. Ne? Nein. Doch, tut mir leid. Nein. Wir haben das. Heute ist er zu jung oder zu alt?
Wir haben das sehr elegant, finde ich. Und diese Sachen mit dem Alter, das ist eine Erfindung vom Mittelalterlichen, die denn sich wieder jünger vorkommen. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Herr Lagerfeld, herzlichen Dank für den Besuch bei uns in der Sendung. Ich denke, es war eine große Freude heute hier mit Ihnen. Bleiben Sie mal sitzen. Bis bald mal wieder.